Moin moin Leute und herzlich willkommen zu unserer Bauserie der Spreadmechanic-Straßen nach. Ja, letzte Folge haben wir wieder am Sound gefummelt, dass wir hier besseres Fahrgeräusch haben, aber ich fürchte, das alles ist jetzt weg oder wie ist das? Es sieht mir gerade so aus, als wäre das alles weg. Das wäre unlustig. Einen Moment. Ah ne, okay, ist alles noch da. Ja, okay. Inzwischen soll das Fahrzeug auch in der Lage sein, anders rumzufahren. Zumindest gab es letztens ein Update aus dem Modpack, was genau das angeblich behoben haben soll. Deswegen werden wir uns das Ganze einfach mal anschauen. Grundsätzlich noch was in der Schaltung, was kaputt, da müssen wir nochmal kurz schauen, weil in der Schaltung ist wahrscheinlich ja irgendwas kaputt gegangen. Das werde ich mir mal anschauen. Dankeschön. Warum kriege ich jetzt Nachrichten? Ich habe eigentlich gesagt, dass alles Schnauze halten soll. Außer das Spiel. Egal. So. Wir müssen mal kurz schauen, welche der Matheblöcke hier kaputt ist. Ich schätze es. Der hier? Dieser eine hier gewesen. Wahrscheinlich war es der. Nein, der war es nicht. Okay. Dann müssen wir nur schauen, weil theoretisch müsste es ja irgendwie was vom Reset sein. Dann ist theoretisch müsste der Reset dann irgendwie schuld sein. Der Reset. Wo ist der Reset? Ich beobachte mal die Schaltung. Wir können an die Außenperspektive gehen, dann beobachte ich das Ganze mal. Ah ja. Okay, dann weiß ich, woran es wohl liegen wird. Und zwar hat er offenbar hier diese beiden Blöcke vertauscht. Ja, das ist halt eben auch mal so ein Ding, dass man mal ein bisschen fixen gehen muss. Aber der fährt immer noch nicht. Ach je, jetzt müssen wir da nämlich der Sache mal auf den Grund gehen. Dann hoffe ich, dass wir nächste Folge wieder was Spannenderes machen können. Nur die Sache ist, woran liegt das jetzt? Hold on. Ich kann mir da was vorstellen. Welcher der Seiten wird denn aktiviert? Ja, logischerweise die hier, ne? Ja. Oder? Ja, das geht hier rein und das geht dann dort rein. Unter anderem. Okay. Das heißt, wir machen einmal den Reset, weil wir haben ja gerade, glaube ich, Pluswerte. Das heißt, das muss hier rein. Und das muss hier rein. Theoretisch müsste es das gewesen sein. Das ist interessant. Dabei glaube ich nicht, dass es an uns liegt. Oh, Moment. Das glaube ich liegt nicht an uns. Guck mal, was passiert, wenn ich hier reingehe. Ah, da passiert gar nichts. Gut, dann schlage ich mal vor, dann setze ich ihn nochmal ran. Es kann gut sein, dass wir dafür eine neue Schaltung entwerfen müssen. Das mache ich aber lieber offscreen, weil das ist mir dann doch zu komplex. Das gucken wir uns dann doch mal in Ruhe offscreen nochmal an. Was können wir denn noch machen? Was fehlt denn alles? Eigentlich fehlt ja nur noch die Haltewunschschaltung und die Haltewunschfunktion hängt auch automatisch mit ja, Licht bringt nichts, okay. Also eigentlich wäre es dann ja jetzt soweit, dass wir die Türen einbauen müssten. Was ja noch einfällt, ist eine Glocke, das ist ja auch nochmal ein Ding. Da würde ich vielleicht sogar einfach einen großen Button für nehmen. Und zwar einfach hier einen hin. Und den kann man dann für die Glocke benutzen. Andererseits gibt es da bestimmt schönere Alternativen, warte mal. Ja.
Moment. Ja, machen wir das vielleicht so. So, und dann kannst du halt hier, aber da müsste ich gleich genau andersrum drehen. Dann ist das dann für die Glocke zuständig. Und warum der Motor da jetzt irgendwie so einen Scheiß macht, weiß ich auch nicht. Da können wir gar nichts reinsetzen. Aber gleich können wir es. Genau. So viel besser. So hat er hier jetzt ein bisschen eingeschränkte Wahlfreiheit, aber finde ich besser, als wenn hier irgendwie so ein roter Fleck reinragt. Was noch fehlt? Der theoretische Hebel, der fehlt auch noch. Ja, jetzt mal das Schlüsselloch hier. Oh Gott, das ist alles so eng und so furchtbar hier drin, ne? Wir können ja erstmal was Simples hinzufügen. Und das ist dann einfach sowas. Ja, was heißt, haben wir hier so eine Lampe hier, damit das hier ein bisschen beleuchtet ist. Und dasselbe machen wir drüben auch nochmal eben. Genau hier auf der Mitte war das hier. So, gut. Die Fahrgastinnenbeleuchtung hatten wir ja schon gemacht, die funktioniert ja auch soweit. Ja, die funktioniert. Ist halt nur ein bisschen schwach ausgefallen, aber sie funktioniert. Was mich nur wundert, warum sind die alle auf 1 gestellt gewesen? Ja, sieht so aus, als müssten wir heute. Dann haben wir heute einfach mal Bugfixing. Gehört ja auch dazu, zum Bau einer Straßenbahn. Überhaupt zum Bau von irgendwas. Oder Programmieren gehört Bugfixing ja auch dazu. Dann machen wir das heute erstmal, damit das alles hier auch funktioniert. Aber vielleicht auch ein bisschen strukturierter. Okay, können wir nicht, weil wir genau in der Mitte angefangen haben. Okay, machen wir erstmal hier. Gehen wir erstmal hier den Wagen runter. Und dann hier auch nochmal. Dann sind wir auch schon im letzten Wagen, wie ich sehe. War die auch schon, ne? Das war der Mittelwagen, da hatten wir angefangen. Dann machen wir hier nochmal weiter. Naja, dann müssen wir wohl erstmal alles ein bisschen fixen. So. Dann stimmen die Lampen schon mal wieder. So, die beleuchten dann jetzt auch irgendwie ein bisschen was. Und auch durch den Boden durch, aber dagegen kann ich wohl wirklich nichts machen. Haltestangen würden theoretisch auch noch fehlen, ne? Wenn wir es erstmal. Aber ich würde mal sagen, ich bin schon wieder mal ein bisschen in Zeitdruck gewesen, weil heute mal wieder alles ein bisschen schief gelaufen ist und ganz anders als geplant. Deswegen, ne, aber ich wollte jetzt auch nicht das Video gänzlich ausfallen lassen, deswegen ich danke also fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal und ciao.